Ja, ich muss es natürlich aufbauen. Ich habe es, glaube ich, schon gecraftet, aber noch nicht aufgebaut. Oder Zur Not habe ich geh es noch ins nicht? Ich Mainz. habe es noch nicht aufgebaut. Da kann ich ins Bett gehen. Aber ich habe sogar noch Essen in der Hand. Auf jeden Fall, was ich gemeint habe, Danke. meinetwegen, du sagst jetzt, ich gehe jetzt gern chinesisch essen und Chinesisch. oder chinesisch, wie auch immer. Es ist mir eigentlich im Prinzip egal, wie es ausgesprochen wird. Aufs Prinzip kommt es an, wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt gern chinesisch essen und du gehst jetzt einfach jeden Tag chinesisch essen. Dann wird es irgendwann einfach zur Gewohnheit und du sagst einfach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, jetzt gehe ich halt mal meinetwegen McDonald's oder ich mache mir halt selber was zu essen. Nudeln oder so. Aber wenn du, ich sage jetzt mal, einmal in 2 Monaten mit Freunden einfach mal chinesisch essen gehst, dann ist es wieder was Besonderes, sage ich jetzt mal, oder einmal in 2 Monaten oder so, keine Ahnung, wie auch immer, dann ist es wieder nicht so die Gewohnheit mehr und das ist dann wieder irgendwas Spezielles und dann hat man auch mehr Lust darauf und kann auch, ich sage jetzt mal gleich mal, mehr auf einem Stück essen, als wenn man das jeden Tag macht. Ich schau mal einfach so bei dir vorbei. Ja, du Boah, das ist kannst ja dich ja verwirrend. ein wenig umschauen. Das ist ein bisschen Biergarten geworden. Hier kommen wahrscheinlich noch Glasscheiben rein. Wenn ich noch mal welche habe, Es irgendwann muss ich geht. natürlich Es geht. ich noch warm. Es ist im Moment noch ein bisschen provisorisch, kann man das so sagen. Ah, guck mal, da die Kurbel. Ne, Treppe. Und ich muss jetzt weiter Kühe suchen. Ich habe jetzt schon gedacht, du sagst, und ich muss jetzt aufgehen. Nein. Hast du morgen irgendwas, hast du auch noch Ferien, oder? Ja. Also Samstag, ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ja gut, Samstag hast du auf jeden Fall frei, aber ich meine, nächste Woche hast du dann noch Ferien? Nein. Okay. Eigentlich haben wir diese Woche eigentlich schon keine Ferien, aber die Schule hat einfach alle Brückentage in diese Woche gelegt. Ah ja, stimmt, das sind ja mehr oder weniger Feiertage auch noch. Bei mir ist es jetzt so, ich habe, wie gesagt, immer noch Ferien bis, beziehungsweise, bis, links bis Mitte, ich sage jetzt mal, Mitte Juni. Ob Mitte Juni, vielleicht ein bisschen später, kann auch ein bisschen später sein. Auf jeden Fall, das so auch, das. Bei mir ist es so, Anfang Juni, also am 1. direkt, gehen dann meine Eltern in Urlaub. Dann habe ich erstmal 2 Wochen lang sturmfrei. Also ich kann mich echt nicht beklagen, ne? Das ist. Und dann Mitte Juni, wenn meine Eltern wiederkommen, dann gehe ich wieder nach Würzburg und also wieder in meine Wohnung. Also, Schön schön verdammt, chillig. ich finde den CTL wirklich geil. Der gefällt mir richtig gut. Zwar ein bisschen kuharm, aber naja. Ich werde das wahrscheinlich so machen, dass ich die Videos werde ich ganz normal auf dem PC halt rendern und dann auf dem Laptop tun und dann auf, also in der Uni dann halt hochladen, weil da das Internet Von meiner Uni. Mal krass wieder. schnell ist, ne? Ach, ich dachte, du hast so eine gute Leitung. Ja klar, ich habe schon eine recht gute Leitung, aber da ist halt mehr oder weniger unlimited Upload, ne? Wenn man da ordentlich verbunden ist, hat man einfach mal so ein 100er Upload, ne? Das ist schon recht krass eigentlich für einen Upload. Das ist, so ein 100er Upload. So wie Ja, so ein auch, es 50er gibt Upload. gewisse Orte, die haben sogar 2 GB Upload. Ja klar, auf jeden Fall 2 der. Gigabyte, 2 Sekunden lang braucht nur so ein 15-minütiges Let's Play zum Hochladen. Der Server, der ist ja auch Ah, im Moment fuck. an so einer Leitung angebunden, die irgendwie so 100 Lad Gigabyte doch pro auf den Sekunde. Server hoch. Muss man auch erstmal eine Leitung haben. Aber man hätte es ja irgendwie so lösen können, dass der Server die Sachen aufnimmt und irgendwie hochlädt auf YouTube. Mit so einem Plugin, ne? Stell dir das mal vor, das Plugin würde so die
Bewegung hier so umsetzen und aufnehmen und rendern und alles. Das wäre natürlich der High-End-Shit, ne? Ja, also da bräuchtest du aber 20 GB RAM für Minecraft. Müsste ich eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Der macht dann alles. Der Server macht dann alles. Und, aber ich glaube, das... Alter, Kohle verscheffeln ohne zu bewegen. Würde sich nicht so einfach realisieren lassen. Oh, das würde sich realisieren lassen und das würde aber nicht so gut laufen wahrscheinlich. Egal. Außerdem müsste man dann eher mit YouTube gepartnert sein, um überhaupt an diese URL dran zu kommen, womit man den Server sagen kann, ja, da lädst du hoch, dann wird das zu YouTube ein Video. Genau, das muss in YouTube natürlich auch mit implementiert sein und das... Schlucht. Jetzt wird's aber wirklich knapp bei mir mit Essen. Ich muss jetzt schon mein Brot in die Hand nehmen. Schlucht und ist nicht gerade weit entfernt. Wow. Oh mein Gott, ist es? Ja, es ist eine Kuh. Eins. Es hilft alles nichts. Zwei. Was hast du hier denn gemacht? Du hast dir ein bisschen Sachen aus dem Boden rausgeruppt. Moment. Ich komme. Ich bin ein bisschen weit entfernt, also könnte ein bisschen dauern. Ich bin fast am Überlegen, mich an den Schweinen zu vergreifen. An welchen? Das würde ja keiner merken im Endeffekt. Oder an der Farm, ne? Kann man ja hinterher anpflanzen alles, ne? Wir nehmen ja lang genug auf. Ich bin da so ein bisschen was an der Farm. Aber ich bin mal nicht so. Es ist hier. Es war ordentlich viel los, aber ich bin jetzt mal hier nicht so. So assi, ne? Ja. Ich bin nämlich nicht so, wie die meisten denken, so ein Alpha-Kevin, der sich alles unter den Nagel reißt. Alpha-Kevin. Ich finde ja auch, ganz ehrlich, ich finde ja auch Schweine so, weil hier in der Gegend einfach so viele spawnen. Deswegen hole ich mir da wieder einfach ein paar. Weil hier so viele in der Gegend spawnen. Ich bin ein bisschen weiter außerhalb gegangen. Was ist? Huhn, 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 Schwein, Schwein, ja. Schwein, Schwein, Huhn, Huhn, Schwein, Schwein, Huhn, Huhn, Schaf, 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 Huhn, ja, hier Huhn, spawnen Schwein. Auch wirklich viele Huhn, Schwein, 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 Huhn, 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 Schaf, 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 Huhn, Schaf, Huhn, Schaf, 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 Schwein, 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 Kuh, Kuh, Schwein, 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 Huhn, 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 Huhn. Und mein Schwert ist jetzt, glaube ich, langsam am Lebensende erreicht, ne? Oh, also wo habe ich was aus dem Boden rausgerupft? Oh, 11 Schweindinger habe ich schon. Das wird wahrscheinlich erstmal für eine Weile reichen. Was? Wo habe ich was aus dem Boden gerupft? Vor deinem Haus. Aber es passt natürlich ein bisschen hin, weil der Weg vor so meinem Haus habe ich nichts rausgerupft. Ich habe da einfach nur ein bisschen die Erde bearbeitet. Ups. Ich zeig dir es gleich. Du meinst hier das Braune vor meiner Tür? Mhm. Das ist bearbeitete Erde. Ah, okay. Rechts krieg ich Winterschaufel und das sieht dann so aus. Okay. Ist aber da so ein Feature von der 1.9. Nehme ich mir das Huhn noch vor. So. Ah, eine Kuh. Kann man auch noch mitnehmen. Ich hab gerade mein Schwert verloren, die Kuh dreht durch. Ganz großes Kino hier. Ich mach mir mal eben schnell ein Crafting Table. Ah, gib mal her hier. Du bist bestimmt schon weggelaufen. Obwohl ich höre es ja eigentlich noch. Warte mal. Stickies muss natürlich auch her. Ist ja schon gut. Ich bearbeite dich gleich. Ich bearbeite sie gleich. So wie bei Dings irgendwie so. Ich bearbeite ihren Auftrag. Ich bin doch dumm. Ich habe eine Axt gemacht gerade. Ich wollte ein Schwert machen. Aber obwohl, ich kann ja eigentlich noch zwei Schwerter draus machen. Das ist eigentlich mehr oder weniger machbar. Aber Äxte habe ich jetzt auf jeden Fall genug. So. Jawohl. Und sogar ein Achievement haben wir hier freigeschaltet. Wir sind ja hier echt auf Achievement-Jagd. Wollen wir mal schauen, was wir hier alles schon haben und was wir noch brauchen. Da ist auch Luft nach oben offen, ne? Hier, da können wir alles Mögliche machen in diesem Spiel. Es gibt hier uns keine Grenzen gesetzt. Wo ist es dann getroppt? Aufgenommen. Jawohl.
Ich habe jetzt mal langsam an der Zeit, dass ich wieder ein bisschen zurücklaufe. War die Kuh noch mit. Schön auf dem Arsch geboxt. So wie es sich gehört. Ich weiß hier gar nicht, was hier los ist. Hier sind Kühe, Schweine, alles Mögliche. Ja, und das nur ein bisschen außerhalb von dem, wo wir bauen. Aber es braucht ewig, bis man mit dem Steinschwert irgendwas reißt. Brot ist schon wieder fast aufgegessen, ne? Ja. Aber ich laufe jetzt wieder Richtung zurück, sage ich jetzt einfach mal. Richtung zurück. Eine gute Richtung. Ich lege mich derweil mal ins Bett. Und ich brauche Sand. Das ist eine Menge. Das sind noch ein paar Schweine, die reiße ich mir jetzt noch. Meine Schaufel. Die reiße ich mir jetzt noch unter den Nagel. Das ist mir jetzt scheißegal. Die zwei, drei Schweine, die hier noch sind, vier sind sogar, weil ich brauche hier wirklich mal langsam auch nachhaltig essen. Nicht was du nach 2 Stunden schon den Löffel aufgibt. Genau, das Essen gibt den Löffel auf, so wie Orange, ne? Aber im Endeffekt, wenn du was isst und du gibst den Löffel auf, dann zeigt das ja auch, dass du aufgibst und nicht mehr weiter essen kannst. Ja. Sollte niemals beim Essen aufgeben hier, wenn man schon die Chance hat, mehr zu essen. Ja. Wenn ihr... Komm, hier sind so viele Schweine, die nehme ich jetzt alle mit. Boah, ein saftiges Steak war das. Muss ich mich hier wieder rausbauen, hier ist... wieder die Höhle los. Na, die Höhle los. Verstehst du, die ist die Höhle los. Komm, gib her. 3, 4 Schweine nehmen wir noch. Guck mal, wie viele Schweine hier wieder gespawnt sind. Das ist ja der Wahnsinn. Mein ganzes Schwert ist schon wieder gefreckt. Alles klar, ich habe 4 Erde. Irgendwas vergesse ich immer mitzunehmen. Ich habe hier einen halben Stack Steaks gleich. Ich glaube, wie viele Schweine da noch sind. Das ist der Wahnsinn, es spawnen auch immer wieder neue. Sehr froh. Ich bin so wahnsinnig froh, dass ich hier alles so ordentlich ab. Und schon wieder ist es der Wahnsinn. Wo man sich auch hindreht, ist ein Schweine da. Mhm. Das ist auch noch ein Schwein. Wer damit? Ich dachte, das wäre ein Schaf, weil es hier so geblendet hat. Aber das nehmen wir auch noch mit. Ich habe das letzte Brot noch gegessen hier, bevor wir den ganzen Rotz in den Ofenteil reinschieben. So wie die Pizza in den Ofen reingeschoben wird. Ich finde auch Schwein gegrillt viel besser als gekocht, weil ich habe mal ein gekochtes Schwein gegessen. Es ist gewöhnungsbedürftig. Klar kann man es auch essen, aber es schmeckt, also die Haut, die schmeckt schon sehr wild, sage ich jetzt mal, wie so ein. Weißt du, das Fleisch und die Haut und alles, das schmeckt so wie wenn du es richtig essen würdest, das Schwein, so wie wenn es halt richtig noch leben würde und so. Oh, hier ist ein Creeper-Monster gespawnt. Ja, und ich finde es gegrillt, schmeckt das viel besser, als wenn man das gekocht ist. Ist das ein bisschen Gunpowder, das kann man ja reintun. Ich esse es als Unterwassersand abzubauen.
Scheiße, gell? Ich muss aber auch Sand abbauen. Also, da bist du nicht der Einzige. Der Einzige, wie du immer sagst. Heißt ja auch einzige. Ich glaube, so langsam ist das nur noch das einzige Wort, was ich in Deutsch kann. Nein. Brauche ich hier an Kohle. Einmal 6, einmal und dann 2x 1. Machen wir doch gleich einmal hier rein. Das ist natürlich Glas mit dabei gewesen noch. Die locker fertig. Hier noch rein. Ach, da kann ich mich kaum beklagen bei dem ganzen Zeug, was ich hier gefunden habe.